Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. Hallo liebe KiCad-Freunde, nachdem es hier in den letzten Tagen etliche Anfragen gab wegen Netzklassen und Netzklassenbezeichnern und Netzklassenanweisungsbezeichnern und hier einige Leute gewaltig durcheinander gekommen sind und sich hier auch zwischen KiCad 6 und 7 das eine oder andere geändert hat, mache ich für euch hier nochmal eine kleine Zusammenfassung zu dem Thema. Wenn ihr einen Schaltplan zeichnet ohne irgendwelche Voreinstellungen, sollte das bei euch hier so aussehen. Wir haben einmal die Symbole und hier diese grünen Verbindungslinien. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel diesen Verbindungslinien einmal Labels zuweisen. Das ist hier rechts dieser Button oder die Taste L. Dann kann ich jetzt hier entsprechend dieses Label zuweisen und das Netz, was dieses Label trägt. Ich wähle das jetzt mal hier an mit Markieren. Wenn ich das jetzt hier auswähle, um das mal hervorzuheben, sehen wir jetzt alles, wo hier Basis 1 dran steht. Das ist jetzt also ein Netz verbunden zueinander. Wenn ich hier das mit Basis 2 mache, sehen wir auch, haben wir hier die Basis 2, hier unten unseren Ground und hier oben unsere 9 Volt. Das sind jetzt erst einmal Netze, die bezeichnet sind. Die findet KiCad 7 jetzt auch in dieser Grundeinstellungen. Was findet er? Er findet also Labelnetze, die ich mit Labeln bezeichnet habe, und er findet Netze, die mit sogenannten globalen Bezeichnern bezeichnet sind. In dem Fall hier die 9 Volt und das Ground. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine abgewandelte Form eines globalen Bezeichners und die werden hier als Netze angezeigt. Aber zum Beispiel hier dazwischen, diese Verbindung hier dazwischen, die wird eben nicht mehr angezeigt. Früher im KiCad 6 wurde das noch angezeigt mit D1.2 zu R1.1 oder dergleichen. Das war aber trotzdem sehr verwirrend, um das jetzt hier diesen kleinen Ding rauszufinden, was das für eine Verbindung war. Bei größeren Schaltplänen war das eine Sisyphusarbeit, diesem kurzen Leitungsverbindungsstück jetzt hier an irgendeine Netzklasse zuzuweisen, um das herauszusuchen. Deshalb gibt es mittlerweile im KiCad 7 hier diesen sogenannten Netzklassenanweisungsbezeichner. Und den möchte ich euch jetzt hier kurz mal darstellen. Ich lege mir jetzt mal hier eine Netzklasse an. Also Default ist hier grundsätzlich drin. Ich nenne die jetzt mal Signal. Und ich mache die mal hier rot. Ja, und ich sage, ich möchte das als punktierte Linie haben. Sobald ich das angelegt habe, kann ich jetzt bekannte Netze, die jetzt hier als Basis 1 und 2 und die Ground und 9 Volt angelegt sind, kann ich da entsprechend hinzufügen. Machen wir das mal. Ich zeige es euch hier. Signal für die 9 Volt. Ist zwar jetzt Quatsch, aber ich möchte es euch nur zeigen. Kann ich jetzt mit OK hinzufügen und wir sehen, er übernimmt sofort die Einstellung. Wir haben jetzt eine punktierte Linie in Rot. So. Problem ist, ich kann aber hier immer noch nicht diese Linie in irgendeiner Form einer Netzklasse zuweisen, was aber ja nötig sein könnte und auch in größeren Schaltplänen unter Umständen nötig sein wird. Und dazu kommt jetzt dieser sogenannte Netzklassenanweisungsbezeichner ins Spiel. Ich nehme den mir mal hier raus, gehe jetzt mal auf hier so eine Verbindung und klicke mal drauf. Und sage, ich möchte jetzt hier eine Netzklasse zuweisen und sage, ich möchte die jetzt auch dieses Teilstück der Netzklasse Signal hinzufügen und sage, okay, dann kann ich den hier mit Rotate noch drehen und lege den hier drauf und wir sehen, schwupp, er wird auch jetzt sofort wird diese Verbindung rot und in gepunktet dargestellt. So könnt ihr jetzt eure Netzklassen eben auch zuweisen, ohne dass ihr jetzt hier jedes einzelne Teilsegment zum Beispiel mit einem Label versehen müsst. Und im Gegensatz zu KiCad 6 habt ihr nicht mehr das Problem, dass ihr dann unter Umständen in großen Schaltplänen seitenweise diese Verbindung suchen müsst, die dann heißt D1 Punkt irgendwas zu R1 Punkt irgendwas und so weiter. Das war sehr manchmal eine Sisyphusarbeit. Arbeit, jetzt dieses Teilstück zu finden, um es dann in dieser Netzklassenübersicht Alt KiCad 6 entsprechend einer Netzklasse zuzuweisen. Jetzt habt ihr hier diese sogenannten Netzklassenanweisungsbezeichner, geht da drauf, weist das entsprechend zu, so wie ich es gerade gezeigt habe, und setzt einfach dieses
Signal dann dahin, wo es hin soll. Ich zeige es hier nochmal, also hier rechts auf den Netzklassenanweisungsbezeichner hinzufügen, einmal klicken. Jetzt kann ich mir hier aussuchen, welche Netzklasse ich haben möchte. Ich möchte jetzt in dem Fall hier Signal haben, ist ja nur eine von beiden. Sage dann OK und wir können jetzt hier mit Move entsprechend das bewegen, mit rotieren und wenn ich es hier drauf ablege, sehen wir, wird das sofort rot und entsprechend diese Netzklasse, so wie ich es eingestellt habe, übernommen. Ich kann jetzt hier noch mal mit Eigenschaften drauf gehen, auf Eigenschaften, und da kann ich zum Beispiel eben den Name, also diese Netzklasse zeigen. Ich habe jetzt hier den Wert Netzklasse Signal, den kann ich jetzt zeigen oder eben nicht zeigen. Wenn ich den jetzt ausklicke, hier den Haken abmache, dann verschwindet jetzt hier das Signal, während es ja hier drüben noch dran geschrieben ist. Also die Netzklasse, der Name der Netzklasse wird dann ausgeblendet, aber wir sehen ja hier immer noch eindeutig an der Farbe und an der Strichpunktlinie, zu welchem oder zu welcher Netzklasse das Ganze dann gehört. Und wenn ich das übernehme, kann ich dann im PCB-Editor entsprechend zu meinen Netzklassen die Leiterbahnbreiten und so weiter einstellen, damit dann beim Routen automatisch das Richtige übernommen wird. Und so kann ich mich jetzt hier durch den gesamten Schaltplan hangeln. Danke für die Aufmerksamkeit, tschüss und winke winke, bis demnächst.